Ja, da nützt ja auch das Schreien nichts. Ich meine, einerseits, der nächste Punkt wird sein, dass Sie die Rente mit 67 rückgängig machen müssen, weil natürlich die Vermittlungsmöglichkeit für ältere Arbeitnehmer wieder abnehmen wird, weil Sie genau die falschen Konzepte machen. Und jetzt sage ich Ihnen, was sagen wir? Von den 5 Millionen, ich habe Sie ja nicht gebeten, ein Konzept vorzulegen, Sie hätten ja bei dem bleiben können, was Sie immer gesagt haben. Also wirklich. Und meine Damen und Herren, wir werden die Gesundheitsforschung weiter nach vorne bringen. Wir haben bereits gegründet ein Zentrum für Demenzkranke in Bonn, eine wissenschaftliche Bündung aller, ja, schauen Sie, wissen Sie, weiß nicht, ob Herr Müntefering da ist, der hatte wenigstens, als wir noch gemeinsam regiert haben, so viel Vernunft zu sagen, dass es Leuchttürme, Sie müssen einfach mal in die Reihe hinter sich gucken. Sind die alle so vernünftig wie Sie, Herr Post? Also jedenfalls, bei Ihnen verstehe ich ja, dass das so ein Zentrum ist in Bonn und deshalb in Nordrhein-Westfalen. Also, Deutschland hat seine Zustimmung. Ich bin ehrlich gesagt baff. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Sie sehenden Auges, wenn Sie in einer solchen Lage gewesen wären, rechtlich etwas gemacht hätten, was nicht akzeptabel ist, und gleichzeitig ökonomisch etwas gemacht hätten, was uns alle nicht vorangebracht hätten, meine Damen und Herren. Langfristige Stabilität ist ohne gesunde Staatsfinanzen undenkbar. So einfach ist das. Und zugleich ist es so schwer, denn wir alle kennen ja die Realität unserer Länder. Es ist wirklich komisch, wie schnell man in ein paar Monaten vergessen kann. Wirklich komisch. Die Prognosen, Sie können partiell mitklatschen, Sie sind nicht daran gehindert. Damals waren Sie ja noch vernünftig. Meine Damen und Herren, in jedem ist doch klar, dass wir Spielräume. Hören Sie doch mal zu. Wenn 2 Millionen Menschen weniger arbeitslos sind, dann haben erst mal Millionen von Familien profitiert. Wenn Sie das vielleicht mal zur Kenntnis nehmen könnten. Die ganzen schönen Offshore-Standorte werden uns nichts nutzen, wenn der Strom nicht anschließend dahin kommt, wo die Elektronen auch wirklich gebraucht werden. Und da haben Sie genauso eine Pflicht wie alle anderen, dafür Sorge zu tragen und den Menschen zu erzählen, dass neue Infrastruktur gebaut werden muss, um neue Technologien einzuführen. Und damit kommen wir dann gleich zu dem Projekt, was ja auch die Gemüter bewegt. Die Grünen sind immer für die Stärkung der Schiene. Wenn es da mal um einen neuen Bahnhof geht, sind Sie natürlich dagegen. Und meine Damen und Herren, die SPD war jahrelang für Stuttgart 21. Und jetzt, wo man ein bisschen dafür kämpfen muss, da fangen Sie an, dagegen zu sein. Diese Art von Standhaftigkeit ist genau das nicht, was Deutschland nach vorne bringt. Wir brauchen etwas anderes. 2/3 des Wachstums in diesem Jahr kommen aus China, aus Schwellenländern und Entwicklungsländern. 1/3 nur aus den klassischen Industrieländern. Herr Trittin hat gerade der deutschen Öffentlichkeit mitgeteilt, dass wenn 2/3 des Wachstums in Schwellenländern und Entwicklungsländern stattgefunden haben, dass wir mit 2/3 nichts zu tun hatten. Das ist richtig, weil wir noch kein Schwellenland und kein Entwicklungsland sind. Und ich hoffe, und da ist die christlich-liberale Koalition der Garant, mit uns werden wir auch kein Entwicklungsland. Bei Ihnen bin ich mir nicht ganz so sicher, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wenn es so weitergeht, werden die Grünen für Weihnachten sein, aber gegen die davor geschaltete Adventszeit. Meine Damen und Herren, so geht es nicht. Wissen Sie, Sie haben so eine Angst, dass Sie es verstehen können, was wir machen, dass Sie immer gleich schreien und einfach nicht zuhören.
Aber das wird Sie nicht durchsetzen. Sie müssen Antworten auf die Zukunft finden. Und Ihre Milchmädchenrechnung, ich meine, dort bei dem Grünen Parteitag, da ist ja das Allerbeste passiert, da hat man zum Schluss die Kommission Ehrlich machen gegründet. Was war denn eigentlich Ihr ganzer Parteitag, wenn Sie hinterher erstmal die Kommission Ehrlich machen gründen müssen? War das alles die Unwahrheit und unehrlich oder was? Das ist doch unglaublich. Und meine Damen und Herren, wenn Präsident Obama sagt, dass Amerikas wirtschaftlicher Wohlstand im 21. Jahrhundert von der Sicherheit der Datennetze abhängt, hat ein Cyber Security Office eingerichtet, die britische Regierung hat Cyber Defense Programme angekündigt, wird in 4 Jahren 400 Millionen Pfund dafür ausgeben. Wir machen natürlich auch etwas. Und wenn dann der Fraktionsvorsitzende der Grünen zu dem Thema nichts anderes sagt, als wollen Sie Google bombardieren, da kann ich nur sagen, dümmer geht's nimmer, lieber Herr Twitter. Dümmer geht's nimmer. Und diese grandiose Friedens- und Freiheitsidee der europäischen Einigung, das ist das Vermächtnis, das unsere Generation und künftigen politischen Generationen hinterlassen wurde. Und diesem Vermächtnis fühle ich mich, die ich erst seit 1990 Bürgerin eines freien und friedlichen Europas bin, diesem Vermächtnis, ja, das können Sie natürlich nicht verstehen, diesem Vermächtnis fühle ich mich ganz persönlich verpflichtet. Wissen Sie, ich würde es ja nicht sagen, wenn Sie nicht, ich würde es ja gar nicht sagen, wenn Sie nicht immer wieder, wenn Sie es nicht sagen, wenn Sie nicht immer wieder so reagieren würden. So, in Deutschland gibt es einen Konsens aller Parteien, dass wir keine neuen Kernkraftwerke bauen und dass die Kernkraft eine Brückentechnologie ist, dass die Kernkraft ausläuft. Die Linke wie immer eine Sonderrolle, ansonsten, Entschuldigung, dass ich Sie mit einbezogen habe, das werde ich natürlich nicht mehr tun. Hierfür müssen alle, die den Ausbau der erneuerbaren Energien wollen, um mehr Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort werben. Und das ist schlicht und ergreifend heute hier nicht der Fall. Die einen werben, die anderen sind dagegen, wo immer das geht. Oder spielen auf Zeit und sagen, man muss lange drüber diskutieren. Jetzt reicht's aber. Verstehen Sie, Sie wollen. Also wann es reicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aussprache ist wie vereinbart im Anschluss an die Regierungserklärung vorgesehen. Wann es reicht, Frau Künast, entscheidet die Fraktion in der Frage, wie viel Redezeit sie mir gibt. Aber ansonsten haben Sie das nicht zu entscheiden. Das ist auch gut so. Gucken Sie sich mal Ihre Parteitagsbeschlüsse an. Gucken Sie sich mal Ihre Parteitagsbeschlüsse an zu der Frage des Ausbaus der Stromtrassen. Wir haben einen Mindestlohn im Pflegebereich eingeführt. Wir haben ein Pflegeneuordnungsgesetz eingeführt, wo zum ersten Mal die Demenzkranken Leistungen erhalten. 650.000 Menschen erhalten mehr Leistungen. Wir haben dafür auch die Pflegebeiträge erhöht. Ich weiß gar nicht, ich trage hier nur Fakten vor und da ist schon so ein Geschrei. Das ist ja, Sie können das offensichtlich gar nicht aushalten, dass man Ihnen irgendwie sagt, was alles beschlossen wurde. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, dass es absolut korrekt war. Ich sage noch einmal, die Ereignisse von Fukushima haben uns dazu geführt. Und wir haben eigentlich damals in großer Übereinstimmung alle Gesetze verabschiedet, bis hin zu einem Endlagersuchgesetz. Ein großer Erfolg. Und ich weiß gar nicht, warum Sie sich nicht mit freuen können. Das ist übrigens eins Ihrer Probleme, dass Sie sich dauernd nicht freuen können über die Entwicklung in Deutschland. Und das mögen die Menschen nicht. Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht. Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin zum Europäischen Rat am 17. und 18. Dezember 2015 in Brüssel. Hierzu liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke vor. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache im Anschluss an die Regierungserklärung 77 Minuten vorgesehen. Dazu höre ich keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat die Bundeskanzlerin. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Man hatte mir gesagt, ich solle lieber die Regierungsbank verlassen, sonst wurde mir auch noch eine Frage gestellt. Und deshalb. Also, Frau Bundeskanzlerin, ich halte es für eine abwegige Empfehlung, dass, wenn Sie schon mal versehentlich bei einer Regierungsbefragung da sind, irgendjemand Sie auffordern könnte, die Regierungsbank zu verlassen. Das war auch keiner aus dem Parlament, sondern jemand von der Regierungsbank. So, also, ich war jedenfalls lieber verschwunden. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, aber eins geht nicht, Herr Bartsch, dass man sagt, okay, wir gleichen die Renten an für diejenigen, die Rente beziehen in den neuen Bundesländern, aber wir machen keine Angleichung für die, die heute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Wem wollen Sie eigentlich in den alten Bundesländern erklären, dass die Arbeitsstunde in den neuen Ländern höher bewertet wird als in den alten Ländern, dafür aber die Rentner in den neuen Ländern genau dieselbe Rente bekommen wie in den alten? Das wird nicht klappen. Das ist Spaltung. Und damit zeigen Sie, dass Sie eben nicht Gesamtdeutschland im Blick haben. So kann man die Einheit nicht gestalten, im Osten was versprechen und im Westen dann damit nicht auftreten. Das geht auf gar keinen Fall. Und da ist es richtig, die AFA zu machen im Wohnungsbaubereich. Da ist das Baukindergeld wichtig. Das alles sind Incentives, wie man heute sagt, Anreize, um besser zu leben. Ja, die letzten Jahre haben wir schon viel gemacht, aber noch nicht genug. So ist das Leben, Herr Bartsch. Sonst müssten wir irgendwann aufhören, Abgeordnete zu sein. Politik wird immer wieder neue Aufgaben haben. Das ist das Schöne und das, was spannend ist. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für das Land für wichtig hält. Und deshalb. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union zur Aufnahme von Arbeit ist eine der Formen von legaler Migration, wie sie gerade dieser Pakt für Migration beschreibt. Und diese Freizügigkeit hat uns Wohlstand gebracht. Nicht nur Deutschland, sondern auch anderen Ländern. Und diese Freizügigkeit ist eine Errungenschaft der Europäischen Union. Und schauen Sie, das Schöne an der heutigen Zeit ist, dass es wieder richtige Gegensätze gibt. Und dass man einfach sagen muss, da gibt es auch keine Kompromisse. Entweder man gehört zu denen, die glauben, sie können alles alleine lösen und müssen nur an sich denken. Das ist Nationalismus in reinster Form. Das ist kein Patriotismus, denn Patriotismus ist, wenn man im deutschen Interesse auch andere mit einbezieht und Win-Win-Situationen akzeptiert. Wer sich nicht an die demokratischen Spielregeln Europas hält, der kann auch nicht erwarten, von der Europäischen Union Parteienfinanzierung zu erhalten. Auch das ist. Auch das ist wehrhafte Demokratie, meine Damen und Herren. Wir wollen uns auch zukünftig. Fühlt sich da jemand angesprochen? Hier geht es zum Beispiel um bessere Flugverbindungen zwischen Europa und Asien oder auch die Verknüpfung unserer digitalen Netze, aber auch die Möglichkeit, Menschen, Städte und Regionen stärker zusammenzubringen, um so neue Möglichkeiten und Impulse für Forschung, Bildung, Innovation oder Tourismus zu schaffen. Dankeschön. Denn es gilt, dass die EU auch handelspolitisch. Manch einer hat auch wirklich noch ein Gefühl fürs Wesentliche. So, Dankeschön. Und gleichzeitig, 2014 hatten wir dann die Annexion der Krim durch Russland, den Einmarsch in der Ostukraine und damit die Tatsache, es ist gut, dass Sie alles wissen, aber warten Sie es einfach ab. Und wir haben ein weiteres großes Thema, das ist die Transformation in der Automobilindustrie. Und diese Transformation, wir haben es gestern gehört, Audi-Stellenabbau, die Transformation in der Automobilindustrie, denn die Mobilität wird sich wandeln.
Und schon Kaiser Wilhelm hat gedacht, dass das Pferd wieder zurückkam, als er das erste Auto gesehen hat. Der hat sich geirrt und auch Sie werden sich irren. Es wird eine völlig neue Mobilität geben, meine Damen und Herren. Mit autonomem Fahren, alternativen Antrieben und anderen Eigentumsverhältnissen, als wir das heute kennen. Das wird Jahre dauern, aber es wird gut sein, wenn die Politik hilft. Damit bin ich am Ende, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Die erste Meines Frage. Vortrages natürlich. Bitte? Meines Vortrages. Ich bin am Ende meines Vortrages. Ich wollte das. Ich habe Ihnen schon dafür gedankt. Jetzt bitte ich die Frau Bundeskanzlerin auf die Frage zu antworten. Meine Antwortzeit eigentlich auch eine Minute oder 1,30? Eine Minute. Eine Minute, gut. Aber bei Ihnen bin ich notfalls, gebe ich auch ein paar Sekunden zu. Aber ich bin da streng, wie Sie kritisch wissen. Geguckt, jetzt habe ich 9 Sekunden verschwendet. So, nein, die kriegen Sie zu. Ja. Herr Kollege Turmeck, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.